Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich bin echt wütend, aber ich versuche, mich zu beruhigen. Deshalb der Reihe nach. Elon Musk gilt nicht als Chef, dem man einfach mal so sagen kann, klappt leider nicht, Boss. Dann passieren meist mehrere Dinge schnell hintereinander. Der Überbringer der schlechten Nachricht fliegt raus, ein anderer macht den Job und der Chef zieht im Feldbett dahin, wo das Problem ist. Das kann man gut oder schlecht finden, im Ergebnis hat Musk, der als Kind auf dem Schulhof gemobbt wurde, damit Erfolg. SpaceX, sein Raketenprojekt, fliegt. Tesla wurde aus dem Nichts die heißeste, beinahe wertvollste Automarke der Welt, die mit ihren E-Autos die traditionellen Autohersteller vorführt. Unser Wirtschaftsminister Peter Altmaier wünschte sich sogar, dass die Deutschen auch mal so sexy Autos bauen wie Tesla. Elon Musk dagegen würde viel lieber Autos made in Germany bauen. Und da beginnt das Drama. Am 12. November verkündete Musk beim Goldenen Lenkrad: Wir haben beschlossen, die Gigafactory von Tesla Europa in der Nähe von Berlin zu bauen. Rums. Eine Nachricht, die zu Recht in Minuten um die Welt ging. Eine Milliardeninvestition, bis zu 10.000 Arbeitsplätze, die größte Industrieansiedlung in Brandenburg seit dem Krieg. Zu überraschend für Landesvater Dietmar Woidke, der nicht zur Vertragsunterzeichnung kommen konnte. Das fand ich da schon peinlich. Aber egal, es geht noch schlimmer. Wir haben es in wenigen Monaten geschafft, uns vor aller Welt zu blamieren. Umweltschützer stoppen emissionsfreie Autos. Hallo? Von Deutschland geht genau ein Signal in die Welt. Wir können es nicht, wir wollen es nicht, wir sind einfach nur bekloppt. Unsere Politiker sind zwar alle dafür, aber machtlos. Ich stelle mir vor, wie Musk von den zwei Baumpiratinnen mit Plastik-IKEA-Tasche in Grünheide erfuhr. Vom Stopp für 29 Baumfällmaschinen, von 4 nachgewiesenen Fledermäusen, ein paar Ameisenhügeln und Habitatstrukturen von Zauneidechsen, die Viecher selbst hat nämlich noch gar keiner gesehen. Vom Kiefernwald, den Pine Trees, der kein Wald ist, sondern Wildwuchs, aber sei es drum, jetzt eine Bedeutung erhält, als würde hier die Lunge der Welt für immer vernichtet. Es ist nicht zu fassen. Es ist nicht das Duell des Grüne Liga-Chefs Heinz-Herwig Mascher gegen Elon Musk. Es ist das Duell Deutschland gegen die Zukunft. Ja, wir sind nicht China. Wir haben Planfeststellungsverfahren. Wir dürfen klagen. Bei uns haben alle Rechte. Gut so. Aber wir siedeln ganze Dörfer für dreckigen Kohlentagebau um und fällen keine Bäume für saubere Zukunftstechnologie. Das versteht niemand auf der Welt. Okay, früher gab es viel mehr Wald bei uns, aber auch 79 Millionen weniger Menschen. Bis Anfang März dürfen die Bäume noch gefällt werden. Dann beginnt die Blüte- und Brutzeit. Baustopp bis Herbst? Das macht Tesla nicht mit. In China würde die Gigafactory in 18 Monaten hochgezogen. Als an einem Ende noch gebaut wurde, liefen am anderen schon die Autos vom Band. Musk spricht übrigens kein Deutsch. Deshalb werden ihm Ostprignitz-Ruppin, Havelland, Märkisch-Oderland, Dahme-Spree, Spree-Neiße und Oberspreewald-Lausitz auch nichts sagen. Aber uns sollten sie. Dort wird Tesla nämlich tausende Bäume pflanzen, Wald aufforsten. Das gehört zur ganzen Wahrheit auch dazu.